27. November 1999. Thomas Riedl macht sich mit seinem Tor im Derby unsterblich. Waren die Löwen wirklich vorher ohne einen einzigen Ball im Trainingslager? Blue Box. Präsentiert von Die Bayerische. Ja, servus, lieber Thomas. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, grüß dich, Claudia. Willkommen wieder zurück in Giesing. Wie geht's dir hier? Was kommen da für Erinnerungen hoch, wenn du hier bist? Ja, viele, viele gute Erinnerungen. Gott sei Dank bleiben die auch oft hängen. Und wenn ich hier nach München reinfahre, man sagt immer, da geht einem so ein bisschen das Herz auch auf. Habe mich hier natürlich sehr wohl gefühlt. Bin in meinem ersten Jahr außerhalb meines Heimatvereins Kaiserslautern auch super aufgenommen worden von Fans, von der Mannschaft, eigentlich von allen. Und es hat viel Spaß gemacht. Und deswegen, wenn man hier die Einfahrt reinfährt, das ist eine positive Erinnerung auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir legen eigentlich gleich mit der ersten Blue Box los. Ui. Die habe ich nämlich hier. So, dann kannst du nämlich reinschauen. Weil dann geht es nämlich Geschenk. Direkt zur Sache. So. So. Blau und Rot. Ja, was siehst du? Ja, von Blau zu Rot und wieder retour. Eigentlich so meine beiden Farben, beiden Vereine. Kam von Kaiserslautern, dort lange, lange Jahre gespielt. Dann zurück oder zu 60 gekommen als erste Station. Sag ich mal, außerhalb meiner Blase, wo man sich wohlfühlt, wo man zu Hause ist. Ja. Und kommt dann zum Werner Lorand als ersten auswärtigen Trainer, bei dem er sich beweisen muss. Und hat hier tatsächlich eine super Zeit. Ja, also 60 und Lautern verbindet ja auch eine tiefe Freundschaft. Ich glaube, war das nicht so dein Bundesliga-Debüt für Lautern? Hast du gegen den TSV bestritten? Genau. Ja, es hat tatsächlich immer eine Rolle gespielt, die beiden Vereine. Ne? Das erste Spiel damals in Kaiserslautern als Sonderbewacher für Peter Nowak, der schon sehr gut war damals, muss ich sagen. Aber ja, auch da hat es eine Rolle gespielt. Erstes Bundesligaspiel gegen 60, erste Station außerhalb Kaiserslauterns bei 60 München. Und Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen ist ja auch riesengroß. Von daher war es wahrscheinlich der einzige Verein, zu dem ich gehen durfte, war 60 München. Ja, unbedingt. Und du hast dir natürlich nachhaltig auch ein Denkmal gesetzt. Wir müssen natürlich über einen Tag und ein Tor vor allem reden. Du kannst dir vorstellen, worum es geht. Date mich mal kurz ab. Ja, ich gehe mal aus. Derby, 27.11.1999. Weiß das natürlich auch sehr gut daher, weil jeden 27.11. mein Mailbox-Fach überläuft, wo viele, viele 60-Fans sich nochmal bedanken für den schönen Tag vor den vielen Jahren. Ist das immer noch so? Das ist tatsächlich immer noch so. Und es ist natürlich schön, wenn man außerhalb oder bei seinem Verein dann was Bleibendes hinterlässt, was Positives hinterlässt und auch noch so eine Beliebtheit hat, wie das jetzt hier bei 60 ist. Ja. Ja, wir wollen uns eigentlich diesen Tag tatsächlich nochmal genauer anschauen und deswegen würde ich dich auch bitten, diese zweite Box zu öffnen. Findest du nämlich das richtige Utensil, das wir jetzt gleich brauchen? Da bin ich immer gespannt. Ja. Das ist nicht so spektakulär. Oh. Darf ich es zeigen oder ist das? Unbedingt, ja. Ein Stift. Ein Stift, genau. Und den werden wir jetzt nämlich benutzen und gehen jetzt rüber zu unserer Tafel. Okay. Und da werden wir dann diese entscheidende Szene nachspielen. Nachzeichnen. Okay. Da ist dein kreatives Talent jetzt gleich gefragt. Ja, gerne. Okay. So, also schöne Rasen im Olympiastadion, da haben wir ja dann gute Erinnerungen und ich meine, wenn ich den Stift jetzt aufkriege, dass hier unser Dynamiker Stefan Paslak den Ball am Fuß hatte und der Martin Max hier vorne stand, bewacht von ganz vielen roten Gegnern. Dann hat er den Pass direkt zu Martin gespielt und eigentlich ist der Martin derjenige, der immer die Tore macht. Mhm. In dem Fall war er leider sehr stark gedeckt, aber da kam die Geheimwaffe und der Martin hat den Ball quergelegt und
der Schuss ging dann so in die Ecke. Woraufhin alle hier jubelnd uns zugejubelt haben und mein schnellster Sprint des Spiels dann wieder hier hinterging zum Feiern mit den 60-Fans. Ja, und so war... Aber was war das für ein Gefühl? So einfach ist das erklärt. Ja, man kann es ja ganz schwer erklären, weil ich glaube, wir haben Bayern 90 Minuten in die eigene Hälfte gepresst. Tapalovic hat die Chance seines Lebens da unten verpasst. Paul Agostino hat, glaube ich, die Latte kaputt geschossen. Und dann kommt die 85. Minute und der Ball geht da rein. Und das war natürlich ein Traum. Und man kann es gar nicht beschreiben. Ne? Da gehen so eine Million Glücksgefühle mit einem durch. Und man wollte einfach nur noch wegrennen, ne? Und feiern und mit Schön. Den Jungs zusammen feiern. Und man weiß ja auch, dass es ganz gut ist, wenn man gegen Bayern spät führt. Weil dann haben die ja 5 Minuten auch nochmal aufgedreht. Aber es hat leider nicht mehr, oder Gott sei Dank besser gesagt, nicht mehr gereicht für die. Ja, ein Schuss für die Ewigkeit und auch jetzt ein Kunstwerk für die Ewigkeit. Ich würde dich tatsächlich bitten, das auch noch zu signieren, weil wir möchten das natürlich verlosen für unsere Löwenfans. Da hätte ich mir natürlich mehr Mühe geben müssen. Noch mehr. Ich finde, es ist großartig geworden. Genau. 85. Das Datum wirst du auch nie vergessen. Wir können uns gern wieder setzen und okay. Zwar gibt es für die Löwenfans ja auch nicht immer, also so Kunst gibt es tatsächlich jetzt zum ersten Mal zu gewinnen, aber auch immer ein Trikot, das du bitte gerne noch unterschreibst. Und dazu muss man einfach nur dieses Video kommentieren und in die Kommentare schreiben, was man mit dir oder was der schönste Moment mit dir ist, was man mit dir verbindet. Super. Genau. Ich gebe dir, warte, ich habe einen extra Stift. Ja, dann kräftig kommentieren, weil die Trikots sind sehr rar geworden. Riedeltrikots sind ja fast ausverkauft immer. So, geht so, das so? Egal wo. Am besten halten wir es zusammen, hoch, fest, gezogen. So. Genau. Teamwork. So. Geht das so? Ja, perfekt. Wow, sehr schön. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der nächsten Blue Box für dich. Okay, ich packe das schon mal zusammen. Moment. Ja, genau. Vielen Dank fürs Aufräumen. Gut verstaut. Und wunderbar, dann kannst du hier mal reinschauen. Ah, okay. Ja, Alsenborner Jungs, ne? Ja. Ja, ist meine aktuelle Aufgabe. Wir haben die Fritz-Walter-Jugend als Jugendmannschaft hochgezogen. Mhm. Das läuft jetzt seit 8 Jahren. Ist im Prinzip so die Nachwuchsarbeit, die der SV Alsenborn macht. Und ich coache die Mannschaft SV Alsenborn. Ja, und wir wollen im Gegensatz zu dem, was viele Bundesligisten machen, probieren mit unserem eigenen Nachwuchs mal so hoch zu kommen, wie es eben funktioniert. Ne? Und wir haben ja eigentlich nur Spieler aus der Gemeinde oder aus der eigenen Jugend. Ja, und Markus Karl, ja, als großen Papa der ganzen Mannschaft, ist ja auch noch bekannt, der Markus. Und ja, der macht mit mir zusammen Co-Trainer dort bei Alsenborn. Aber wenn du sagst, eigener Nachwuchs, bei dir darf man das ja sogar noch wortwörtlicher nehmen, oder? Ja, mein eigener Nachwuchs sitzt da auch mit am Tisch. Ich habe ja 4 Kinder. Einer ist bei mir als U19-Spieler schon auch bei den Aktiven mit dabei. Ja, es macht viel Spaß und oftmals funktioniert ja so eine Vater-Sohn-Sache nicht, was Trainerspiele angeht. Ja. Aber ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin. Ja, und bei euch, also familiär, hast du ja noch mehr Historie. Dein Vater war ja auch schon Bundesligaspieler. Genau. Und das setzt sich jetzt quasi weiter fort. Also wie ist es? Ich meine, wie war es für dich, mit dem Papa groß zu werden, der eben auch Fußball spielt und dann denselben Weg einzuschlagen? Ja, viele sagen ja immer, das wäre ein Vorteil oder man hätte da viele Vorteile dann, aber die Situation ist ganz anders, ne? Weil natürlich der Maßstab für dich als Sohn von den Leuten auch anders gesetzt wird. Ne? Und deswegen muss man da, also ich beneide meinen Sohn darum nicht, ja? Weil du natürlich in den Fußstapfen von jemand läufst und da immer verglichen wirst, ne? Was ihm ja auch nicht immer ungefähr, also fair für ihn ist. Ja. Ne? Aber er macht seine Sache gut. Er ist auch eher der Spieler, wie mein Vater war. Ne? Eher ein schneller Stürmer, Offensivspieler mit viel Drang zum Tor.
Und manchmal überspringt es immer Generationen. Ne? Also ja. Das Tempo hat er eher von meinem Vater als von mir. Das muss man so sehen. Ja, sehr schön. Da sind wir sehr gespannt, was es da noch künftig alles zu hören geben genau. wird. Genau. Dritte Generation gab es, glaube ich, noch nie. Ja, ja. Und, Zeit wird. Auch ich als Papa drücke die Daumen. Ne? Man kann immer ja nur zeigen, wie es funktioniert. Ja. Man kann unterstützen, aber laufen müssen die Jungs halt immer alleine. Ne? Das ist so. Ja. Ja, du, wunderbar. Ich habe noch eine Box für dich. Okay. Weil es ist ja auch ein bisschen, also ein bisschen was tun muss man ja bei uns auch. Also so ist ja nicht. Wir haben noch eine kleine Challenge für dich vorbereitet. Ja. Und darauf findest du hier den Hinweis. Okay. Ich bin echt gespannt jetzt. Ja, was ich da auch. Ah, okay, ein Tischtennisschläger. Ja, was hat es denn damit auf sich? Ja, also ich bin ja inoffizieller 1860 Vereinsmeister im Tischtennis, zumindest von meinen Spielern früher. Also ich habe schon immer gerne Tischtennis gespielt, war auch immer eine Leidenschaft von mir, schon als Kind. War da auch wirklich sehr gut und wir haben in den Trainingslagern immer Turniere gespielt. Ja, und dann sind die anderen meistens deprimiert vom Tisch gegangen. Es macht einfach Spaß. Ich finde auch eine super Sache, neben dem Fußball eine zweite Sportart zu machen. Und Tischtennis war da wirklich optimal. Genau. Super. Ja, dann wollen wir mal sehen, was du noch so drauf hast am Tischtennisschläger. Dann würde ich mal sagen, kommst Starten du wir. Mit und wir machen, wir machen deine Challenge. Immer bereit, gut aufgewärmt. Ja. Wir können so. Loslegen. Wir haben keinen Ball. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Keinen Ball zu haben? Ja. Jetzt hilf mir auf die Sprünge, ja? Aber was willst du hinaus? Ich habe gehört, ihr wart mal im Wintertrainingslager und seid ohne Bälle losgefahren. Ach, die, ja. Also dann heißt die Platte Toskana, ja, weil da war unser Trainingslager. Und das war mein erstes Wintertrainingslager mit Werner Lorand. Wir haben uns schon gewundert, ne? Wir haben dann alle Kisten aus dem Bus rausgeräumt und die Bälle haben gefehlt. Ja, und dann habe ich mal also nachgefragt als junger Spieler, so, da brauchen wir keine Bälle. Nee, nur Lauftrainingslager. Ja, und da sind wir morgens, erster Lauf 8 Uhr vorm Frühstück, der zweite war dann nach dem Frühstück um 10.30 Uhr und um 16 Uhr sind wir einen dritten Lauf gemacht. Peter Packholt vorneweg, Werner Lorand mit dem Fahrrad nebenher. Ja, und wir sind in der Toskana allein, ohne jeden Tourismus, durch den Wald gerannt und ohne jeden Ball. Ja, also es war schon eine harte Vorbereitungszeit beim Werner. Aber es ist ja genau das Gleiche. Nee, aber ich kann dich beruhigen, ich habe einen Ball. So, sehr gut. Aber ich habe für dich auch noch einen würdigen Gegner, der okay. das auch bestimmt gut beurteilen kann, ob du wirklich so spitzenmäßig beim Tischtennis bist. Okay, da bin ich mal gespannt. Und wir haben nämlich einen Überraschungsgast für dich. Ja, da war ja kein, du hast gesagt, du hast einen Gegner, hey. Grüß dich, servus. Ja, wie du bist am Rufen. Ja, schön, dich zu sehen, hey. Super gut, hey. Alles klar mit dir. Ja, super. Also stimmt es wirklich. Er hat sich schon sehr selbst gelobt bisher, seine Künste. Naja, war nicht schlecht. Ja. Sagen wir mal, ob er geübt hat in der Zwischenzeit. Ich nicht. Er hat ja immer gesagt, ne, ich hätte dann Tischtennisprofi werden sollen, weil im Fußball sah es nicht ganz so gut aus. Na, ich würde sagen, ihr spielt jetzt einfach einen Satz bis 11. Bis 11? Ja. Okay. Angabe wechseln. Lass die Spiele beginnen. Mach zweimal. Ja. Mal schauen, ob ich das überhaupt treffe, da den Tisch. Weg hinten jetzt. Bereit? Ja. Haha. 1-0. Da muss ich mir bitte eine Chance geben. Oh. 2-0. 2-0. Ey, du hast ja geübt. Ja, ja. Du bist schon ganz vorne da gewesen. Das gibt's ja nicht. Ich bin seit 2 Tagen da. 4-0. 4-0. 5-0. Ich hätte doch mal üben sollen. Oh. Mit so kleinen Bällen ist es aber. 6-0. Du bist breit jetzt, das fange ich an. Geht los. 6-1. Ich habe gesagt, so, ich muss erstmal, ich brauche erstmal eine Aufgabe. Oder? 7-1. Ja. 7-3. Jetzt kommen die unfairen Bälle. 7-3. Jetzt wird der Druck wieder immer größer. 8-3. 7-4. Was tue ich? Hä? Was tue ich? Ich mach, komm. Wie steht's?
8-3. Ah, oh, shit. Das ist so nett. Ja. Die Rückhand ist einfach total schlecht. Oh, Entschuldigung. 10-3. Ach, cool. Jenny ärgert mich einfach immer. Ja, 10-4. 10-4. Bis 21, ne? Ja. 10-5. Ja, ist aber fair play. Ihr wisst, ich bin der Gast. Oh, der war Netzroller, gell? 10-5 Wiederholung. Ne? 10-6? 10-6. Videoschiedsrichter haben wir keinen, oder? Das ist wie der Schiri von gestern. Oh, 10-6. Wie der Schiedsrichter hier bei gegen Halle, der war auch so schlecht wie ich. 10-8. Jetzt. Ja! Ja! 10-9! Ah! Aber. Mein Munkel hätte auch ein bisschen beschissen, ey. Es ist dann doch noch knapp geworden. Ja, aber gut. Ja. Also es gibt niemanden, gegen den ich lieber verloren hätte, als, ja, das ist doch als schön. Gegen den Harry. Das ist so. Ja, das war es auch schon wieder hier bei uns in der Alm. Lieber Thomas, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne, gerne. Es geht dann weiter mit der nächsten Folge und ich würde sagen, du gehst gleich mit mir, oder? Ja, wir machen gleich weiter. Ciao. Servus.